jump. Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Diesmal mit dabei ist Sony Styles Gaming. Servus und einen schönen guten Abend, Gerald Scheiferkart. Ja, Blindel. Ja, wir sind an unserer Werkstatt leider, denn es gab ein Update 1.2. Ich wollte eigentlich mal auf die Map gucken, ob Arizona jetzt dabei ist. Wahrscheinlich nicht. Alles klar, Anzeige ist raus. Warum habt ihr mich dann an die Map gesetzt? So, ja, an die Garage. So, ja, wir sind hier wieder an der Garage. Das heißt, wir müssen uns von Los Angeles aus nach Reno. Ne, wir fahren nach Winnemucca. Ob ich es so ausgesprochen habe. Oder ob das so stimmt, kann ich euch nicht sagen. Ja, wir sind hier an der Zentrale. Und dann würde ich sagen, wir müssen erstmal 39 Meilen fahren, um unsere Fracht abzuholen. Sehr gut. Ja, das Ganze sollte eigentlich flüssig laufen. Für euch. So, erstmal geradeaus. Wir fahren da noch drüber. Ja, das war mir klar. Wir fahren einer roten Ampel. $420 gelatzt. Läuft bei uns. So. Ich finde es halt blöd, dass man nach einem Update an die Werkstatt zurückgesetzt wird. Sowas ist eigentlich nur der Fall, wenn man Mods einsetzt. Ja, und das habe ich ja nicht. So, da vorne müssen wir dann links, da tanken wir auch gleich voll. Tobi hat es gerade verkackt, deshalb ist er so still. Verstehe kein Wort. Ja, ja, klar, genau. Blindel. Das versteht er bestimmt, ne? Ja, ja. So. Wenn du lecken tust, willst du mehr verstehen. Da vorne müssen wir links. Wenn ich lecken tue, willst du mehr verstehen, aber ich leck ja nicht. Ja, genau. Ja. So. Ach, überall an jeder Kreuzung ist eine Ampel. Das kotzt mich an. Fahren und stoppen. Fahren und stoppen. Ja. So. Alter. Ja, da wollten wir unsere LKWs voll, unseren LKW voll tanken. Mein Deutsch ist wieder super geil. ¼ Liter getankt. Bis ich dort bin, gibt's den Auftrag nicht mehr. Wollen wir wetten? Angebot läuft ab in 2 Stunden. Mal gucken.
So, da vorne müssen wir rechts abbiegen. Alter, das war gerade knapp von dir, mein Freund. Jetzt fast Peng gemacht, oder was? Ja. Oh, da kriegen wir sogar rot angezeigt, wenn wir zu schnell fahren. Im Navi. Sehr schön. Das finde ich eine gute Besserung. So, da vorne ist auch gleich schon die Firma. Ist es bei euch auch gerade so richtiges komisches Wetter? Ja, bei uns hat es vorhin gewittert. Alter, bei uns war es der ganze Tag schön warm, sonnig, blauer Himmel. Auf einmal, da wo es Abend geht, ab 18 Uhr, ne? Pff, Regen, alles klar. Bei uns hat es heute Morgen geregnet, dann war es der Mittag gut. Und jetzt hat es wieder geregnet und jetzt ist es bewölkt. So, Auftrag annehmen, Los Angeles nach Winnemucca oder, keine Ahnung, Mutscher, bla bla bla. Auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, irgend so einen Behälter fahren. Was? Was ich einfach nicht verstehe, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, hast du eine Wetter-App bei dir? Ja. Weil ich habe wetter.com, ne? Und gestern, wo ich ja heimgefahren bin, mit dem Bus, ne? Hat mein Handy dann gesagt, bei uns, also sprich hier im Ortenau-Kreis, ne, ja, die Sturmwarnung angesagt. Okay. Windbögen, also Windstärke bis zu 100 km/h, Dauerregen, alles Mögliche und so weiter, ne. Was war es bei uns? Ein bisschen Regen bis morgen zum 4:30 und danach war Feierabend. Wow, super, hat's voll gebracht, ey. Aber drüben in der anderen Ortschaft in La, da hat es richtig gemacht ohne Ende. Da hat es geblitzt, da hat es gestürmt, da hat es geregnet. Das ganze Programm. Ja, das ist, könnt ihr froh sein, dass ihr nichts abbekommen habt. Aber bei uns ist richtige schwarze Front direkt über unser Haus drüber gegangen. Bei uns Richtung auch La. Bei uns auch alles schwarz, wenn ich rausgucke. So schlimm. Hm? So, wir fahren jetzt 595 Meilen. 15 Stunden brauchen wir dafür. Und die haben ja jetzt die Geschwindigkeiten angepasst und so weiter. Mal schauen, ob wir davon was merken. Ich fand eigentlich die Geschwindigkeitsregelung gut, so wie sie da war. So, komm rüber, komm rein auf die Autobahn. Sehr schön. So. Ja, wir müssen dann auch bald schlafen in 6 Stunden. Licht sollten wir mal einschalten. Front- und Dachmontierung. Fahren jetzt in einen Tunnel. Tunnel. So. Ach, der quält sich da den kleinen Buckel hoch. 49 km/h. Können wir es vorstellen, so. Ich muss berghoch fahren. Hör mir auf, ey. So. Du kriegst bestimmt so wie es im Multiplayer mit 15 oder 20 Meilen pro Stunde den Berg hoch. Ja, so sieht's aus. So. Ey Mann, ich will wieder Multiplayer spielen. Ey, das kann doch nicht sein, dass es wieder echt dauert, bis man wieder Multiplayer spielen kann. Hab ja momentan die aktuellste Version auf beiden Dingern, weißt du? Gibt bald ein neues Update. Morgen oder was? Weiß ich nicht.
Aber hoffentlich, ich will wieder Multiplayer spiele. Sehr ATS. Schnell. Was war eigentlich mit den zwei DLCs, wo ich es heute runtergeladen habe für ATS und ETS? Weiß ich nicht. Ich habe davon keinen. Also, ich habe das auch runtergeladen, aber ich sehe hier nichts. Ich habe gedacht, die bringen mal Arizona raus, wie versprochen. Aber, ja, wenn ich jetzt auf die aber wenn ich jetzt auf die Weltkarte gucke, dann ist hier gar nichts. Ne? Tote Hose dann, das oder ist, was? Ja. Voll. Das ärgert mich ein bisschen. So ein unfertiges Spiel rauszubringen mit zwei Bundesstaaten, kann man das sagen? Keine Ahnung. Ich meine ja. Ich wollte eigentlich heute auch Ding aufnehmen, ATS, ne? Aber da steht ja, diese Version, bla bla bla, diese und diese Version muss rauskommen, um den Multiplayer zu spielen und bla bla bla. Und ich habe jetzt keine Lust, bei Steam das wieder komplett alles umzustellen. Ich lasse jetzt die aktuellste Version drauf. Ja, warten ist immer gut. Ja. So. Da vorne ist wieder eine Wiegestation. Mal schauen, ob wir da hin müssen. Wahrscheinlich eigentlich mal schon, ne? Und rechts sieht man. Oh, das ist nice. Ja, na klar, es war klar, ich muss zur Wiegestation. Anzeige ist schon raus. Nummer 385.000. Im Multiplayer muss man auch auf die Ladestation, ne? Oh, Wiegestation Umleitungsdienst. Speed Limit 15 km/h. LKW Gesamtgewicht 24 Tonnen. Vielen Dank für Ihre Kooperation und gute Fahrt. Ja, am Arsch. Das kostet mich jetzt alles Zeit. Mal so ein Tipp an die Entwickler. Ihr könnt ja auch bei so einer Wiegestation, hier ist ja ein relativ großer Platz, mal so eine Schlafgelegenheit hinzufügen, ne? Nee, keine Zeit. Sag mir jetzt nicht, hier ist ein Stau. Ach Gott, quält er sich den Buckel hoch. Hier ist relativ viel Verkehr. Haben die was am Verkehr geändert? Alter, bei uns ist gerade richtig schwarz, ey. Bei uns nicht so, aber wenn ich dahinter guck, so, sag mal gut, ja, bei uns auch. Das Wetter, Alter. So. Oh, viele Windräder sieht man hier. Wahrscheinlich steht vielleicht auf ganz USA so viele Windräder, die ich hier sehe. So, wir machen mal Licht an. Ich denke, das ist jetzt ganz passend. So.
Oh nein, es geht wieder berghoch. Oh shit. Siehst du gerade, wie dunkel es wird? Also, du hast ja keine Kamera, du Spasti. Okay, Tobias, rede nicht mit mir. Ich versuche hier gerade was aus. Ja, ja. Spasti. Ja, 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 ich leck mich am Arsch. Ich denke, du hörst mich nicht, Spasti. Ja, 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 genau. Wahrscheinlich. Alter, du hast dermaßen gerade einen hohen Ping gerade. Läuft bei mir. 75, 76, 80, geht gerade voll hoch. 100. Immer schön geradeaus, immer auf demselben Highway bleiben, noch 379 Meilen in 9 Stunden 47 werden wir ankommen und ja. Da 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 da. Das ist gerade so öde, auf derselben Strecke zu fahren. Was? Du musst wieder Ding fahren, wieder Landstraße oder was? Nee, Autobahn. Wir fahren aber einen Vorratstank nur auf dem Highway 5. Besser Autobahn als, wie heißt, als Landstraße. Wahrscheinlich, oder? Jetzt wird's dunkel hier. Es fängt an zu schütten. Fuck. Ich hoffe, bei der ist ein Schlafplatz. Wobei, hier ist ein Schlafplatz. Wie, gebe ich an was vorbeigefahren oder was? Nee, ich muss jetzt mir einen Schlafplatz suchen, weil ich müde bin.
Ich sehe es jetzt nicht ein. Nee. Weil hier ist nämlich wieder 35. Okay. Ihr Zigeuner! Wegen 20 Metern macht ihr 35 und dann wieder 55. Und wenn ich dann 55 durchfahre, kriege ich eine Strafe. Ihr Missgeburten. Anzeige Nummer 385.001 ist raus. Oh Mann. Ja, wie wir uns die Schlafmöglichkeit suchen werden, seht ihr dann im nächsten Part. Ich würde sagen, macht's gut bis dahin. Ciao Leute, euer MH26095 und euer Sony Schweiß Gaming. Bis denn, ciao.